Hi zusammen, Bobby hier von Bobby und Freddy Fotografie. Heute geht es um Timelapse. Ja, wunderschön, das Intro ist vorbei und wir stehen mitten in der Wiese. Ich will euch mal zeigen, wie einfach eine Timelapse zu machen ist und was man dazu braucht. Wir fangen einfach mal mit dem Equipment an. Wir brauchen ein Stativ, wir brauchen eine Kamera, die wäre echt von Vorteil, wenn sie dabei ist, und mehr oder weniger ein Fernauslöser bzw. ein Kabelauslöser. Es gibt Kameras, die keinen Auslöser brauchen, da kann man sich eine App dazu laden. Oder es ist schon voreingestellt, also es gibt bestimmt irgendwelche, wo diese Funktion schon gegeben ist. Handys machen sie ja natürlich auch, aber wir machen es heute mit der Spiegelreflex, Entschuldigung, ja, nicht, dass ich hier gleich wieder hier Gestein, von hinten die Steine kommen und so. Und zwar ist es ganz einfach. Wir fangen einfach mit der Einstellung an, der Kamera. Wir stellen unsere Kamera auf manuell, machen natürlich an, dass man auch ein Display hat. Nehmen uns mal einen schönen Ausschnitt. Ja. Und am besten ist ein Ausschnitt, wo eine Bewegung gegeben ist, wo sich die Wolken bewegen und so weiter und so fort. Stilles Leben ist nicht so unbedingt von Vorteil. Kamera ist auf manuell eingestellt. Ich habe eine 160stel Verschlusszeit, Blende 8, ISO 100. Und bei der Fernbedienung, die kann man mehrmals einstellen. Die lasse ich jetzt so eingestellt, wie sie ist. Ich bleibe beim Intervall. Da sieht man ja das Strichelchen. Und bei 3 Sekunden Auslösezeit und unendliche Bilder. Und dann geht es ganz einfach. Einfach auf Start drücken. Die Kamera fokussiert selber und macht mir ein Bild. Und macht mir in 3 Sekunden noch mal ein Bild. Und jetzt warten wir kurz und noch eins. So, und das lassen wir jetzt mal eine Zeit lang laufen. Natürlich ist für eine Timelapse von Vorteil, wenn man einen Hintergrund hat bzw. ein Motiv hat, wo sich bewegt. Fahrende Autos, laufende Menschen. Jetzt in unserem Fall sind die Kühe. Ganz stark sind Wolken, die nur mäßig vorhanden sind heute, aber die reichen. Dann stellt sich die Frage zum Bearbeiten. Wie bearbeitet man so eine Timelapse? Es gibt eine Möglichkeit in Photoshop. Es gibt eine Möglichkeit mit diversen Programmen, die man runterladen kann. Wie zum Beispiel Lightroom Timelapse, die kostenlos ist. Also diese Version ist kostenlos bis zu 400 Bildern. Wenn ihr jetzt eine Aufnahme macht über diese 400 Bildern, entweder macht ihr Stacking, also ihr nehmt stapelweise 400 Bilder raus, einen eigenen Ordner, dann bearbeiten, zusammenrechnen, oder ihr kauft die Vollversion, die natürlich mal ein bisschen was kostet. Es ist eine ganz einfache Sache. Man kann es in der Nacht auch machen. Das ist ja wohl klar. Man muss natürlich beachten, dass in der Nacht eine Langzeitbelichtung von mir aus 30 Sekunden ein Bild. Dementsprechend muss man auch die Fernbedienung bzw. die App so einstellen, dass sie alle 30 Sekunden nach der Auflösung erst die nächste Auflösung startet. Dann zusammensetzen und am Ende kommt ein paar Sekunden Film. Wenn man es mit 400 Bildern macht, wenn man es mit mehreren Bildern macht, kommt es Minuten, 2, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem, was ihr wollt. Video kommt in Abspann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch mal ein bisschen so einen Anschluss gegeben, was Neues zu probieren. Mir macht es sehr viel Spaß und ich sag mal danke fürs Zuschauen, Daumen da lassen, Abo kommt in Abspann, das war's. Ciao, euer Bobby.